Thomas Gseller ist Professor Dr. Doktor des Gedichts, aber nicht an der Uni, sondern er trägt es in die Welt hinaus, auch zu obskuren Zeitungen, die er mit seinen Gedichten in die Helle führt. Abendstimmung. Wie ist der Mensch doch aber dumm? Er kommt in dümmster Dummheit um, weil die, die an der Macht sind, so aberdumm verkracht sind. Die Erde schreit nach Einigkeit und stirbt doch an Gemeinigkeit. Kalt machen die Despoten die Lebenden zu Toten. Das Land verbrennt, rot glüht der Wind, das Meer verfault, die Zeit verrinnt im Maul der lauten Dummen. Die Denkenden verstummen. Aus Kindern steigt ein stiller Schrei, denn die Zukunft ist vorbei. Jung liegt die Haut in Falten, hab Dank, ihr dummen Alten. Das war aus dem Schweizer Magazin. Ich glaube, eins lese ich noch. Passend zur Sommerjahreszeit. Die Arschbomber. Der Bademeister lädt, hurra, zum Fest der Allerwertesten. Schnell sind die besten Männer da, vor allem die Genährtesten. Und grad der rundbeleibte Mann springt liebend gern im Sitzen. Es kommt ja auf die Höhe an, wer kann am höchsten spritzen? Ein Brocken stürzte aus dem All, der Dinos nicht erfreute. Heut stürzen Brocken ähnlich prall vom Dreier auf die Leute. Ja, kann man machen, ne? Ah, Hilfe. Ach, komm hier jetzt. Ein noch hier. Warum manche Tiere kaum fliegen? Wisente, sagt man, sind zu schwer. Doch sie sind nur zu faul. Kaum fliegen sie mal hin und her, schon stöhnen sie, ich kann nicht mehr. Anders der Ackergaul. Vier Flügel vorn und hinten zwei, windschnittig, schwalbenschmal. Er könnte fliegen wie ein Hai, doch ist er halt nicht schwindelfrei. Anders der Buckelwal. Gern segelt er im warmen Wind hoch in die Luft hinauf, doch streng, wie manche Mütter sind, so ruft seine dann, komm runter, Kind, und räum dein Zimmer auf. Thomas Gseller habe ich zuerst live gesehen im Odeon zu Münster bei einer Lesung der Titanica in dem damaligen Superclub. Und habe ihn natürlich auch gesehen mit der Titanic Boy Group, mit Oliver Maria Schmidt und Martin Sonneborn, zum Beispiel im Fürstenbechhaus zu Münster, dem Gründungshaus der hiesigen Universität. Und ich verfüge sogar über ein von ihm signiertes Buch, das er selbst geschrieben hat. Dankeschön.